Der SV Waldhof gegen die Freiburger Zweite an diesem Ostermontagabend. Erstmals mit dem schwarzen Jubiläumstrikot. 115 Jahre SV Waldhof. Der Traditionsverein lebt. Auch auf den Tribünen prächtige Stimmung bei den 9000 in der Arena. Der Sportclub in den ersten Minuten forsch mit dabei. Über Essequem und Emilio Keras ersten Annäherungsversuch vor Waldhof-Keeper Königsmann. Die Mannheimer mit Trainer Patrick Klöckner auf der Suche nach der Restchance auf den Relegationsplatz und dem zweiten Eckball. Rossipal und Verlats Kopfball dankend angenommen von U21-Nationalkeeper Noah Atubolu, der 19-Jährige, ein Riesentalent. Der SV Waldhof in den ersten 20 Minuten vor allem über Standards gefährlich. Freistoß. Wieder Rossipal. Kopfball siegert Atubolu. Nochmal Kostli. Und wieder Atubolu auf der Freiburger Linie. Glück und Keeper retten Freiburg das 0:0. Noah Atubolu, gebürtiger Freiburger mit vielversprechender Zukunft. SC-Trainer Thomas Stamm in dieser Phase nicht zufrieden mit seinen Jungs. Mannheim drückt. Nächster Eckball. Wieder Segert, Vermey auf der Linie, Kostli und Atubolu nimmt die Luft raus. 20 Minuten rum, das badische Duell rasant, aber weiter torlos. Freiburg, zuletzt mit 3 Niederlagen in Serie, versucht die Partie zu beruhigen, um dann schnelle Nadelstiche zu setzen, wie hier über Philipp Treu. Und in der Mitte Vincent Vermey mit dem Kopfball. Verpasst die Freiburger Führung. Der niederländische 2-Meter-Mann im Obergeschoss eine Klasse für sich. 8 Saisontore, der Routinier ganz wichtig für die Freiburger Talente. Die Partie jetzt ausgeglichen. Freiburg wieder über die Außenbahn. Diesmal mit Kammerknecht. Da ist Gera und da ist Vermey mit dem Tor für Freiburg. 38. Minute, 1:0 für den Sportclub. Mannheim aber reklamiert eine Abseitsstellung von Torschütze Vincent Vermey. Wir schauen nochmal drauf. Vermey beim Kehrerabspiel. Hier auf gleicher Höhe mit Segert, kein Abseits. Regulärer Treffer für den SC Freiburg. Zur Pause also knappe Führung für die Breisgauer. Zweite Hälfte, Mannheim jetzt mit Russo und mit ihm mit Joker Marc Schnatterer. Vor allem der schussstarke Oldie soll für frische Energie und für Tempo sorgen. Der Ball läuft jetzt flotter nach vorne. Viel Platz da jetzt über rechts für Marcel Kostli, der mit der gefühlvollen Flanke, aber keiner da in der Mitte. Pascal Sohm kommt nicht an den Ball. Ganz gefährliche Situation für Freiburgs Deckung. 50 Minuten gespielt. Mannheim will den schnellen Ausgleich. Muss allerdings aufpassen, dass er hinten nicht das 0:2 kassiert. Freiburgs Jungs flink, konterstark. Kera zu spät gegen Keeper Königsmann. Aber was ist das denn? Kurioses Beinahe-Eigentor der Mannheimer. Keeper Timo Königsmann trifft seinen eigenen Kapitän Marcel Segert. Und Dusel, dass dieser Bumerang nicht ins Tor trudelt. Halbe Stunde noch zu spielen. Patrick Löckners Team versucht weiter Druck aufzubauen. Chancen aber eher Mangelware. Da ist der eingewechselte Dominik Martinovic. Aus mehr als 20 Metern Noah Atubolu. Ohne Probleme. Waldhof-Torjäger Martinovic mit seinem Comeback nach Verletzung. Es ist die einzige Chance bis in die Nachspielzeit. Dann noch einmal Eckball Mannheim. Marc Schnatterer, der Spezialist. Ball kommt gut auf. Justin Butler drüber. Was eine Riesenchance für Justin Butler. Die eingewechselte Leihgabe aus Ingolstadt. Und noch einmal Dramatik in dieser Nachspielzeit. Letzter Schussversuch.
für den SV Waldhof Marc Schnatterer und Noah Atubolu. Mit Mühe gegen dieses ganz krumme Ding von Oldie Schnatterer. Torhüter-Talent Atubolu mit famoser Leistung. Dann ist Feierabend für den SC Freiburg. Das 1:0 im badischen Duell. Ein entscheidender Schritt Richtung Klassenerhalt für den Neuling aus dem Breisgau. Bitterböse Osterüberraschung dagegen für den SV Waldhof. Die Chancen auf den Relegationsplatz sind jetzt nur noch theoretischer Natur.